In unseren Interviews geht es häufig um das Thema Gold. Immer häufiger reden wir auch über das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Beides zusammen haben wir eher selten in unseren Gesprächen und das soll sich heute ändern. Herzlich willkommen, Mateja Maric für die Deutsche Börse Commodities GmbH hier auf dem Plato Euro Finance Forum. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir leben in Zeiten von Inflation und enormem Geldmengenwachstum. Wie sieht bei Ihnen vor diesem Hintergrund die aktuelle Nachfrage nach Gold aus? Ja, wie Sie schon sagen, diese Entwicklung ist natürlich an uns auch nicht spurlos vorbeigegangen. Im letzten Jahr aufgrund der Krise, wir brauchen es hier nicht beim Namen zu nennen, hat sich für Xetra Gold natürlich alles sehr positiv entwickelt. Wir hatten neue Höchststände und in diesem Jahr ging es genauso weiter. Die Inflation oder die Inflationsängste haben dazu beigetragen, dass wir vor 3 Wochen erst wieder einen neuen Höchststand verkündet haben mit 232 Tonnen. Also abschließend gesagt, größere Unsicherheit im Markt bedeutet für uns als Produkt eigentlich etwas Positives, weil die Goldnachfrage dann immer stark steigt. Also halten wir fest, Gold ist ein stabilisierender Faktor fürs Portfolio, für viele Anleger. Aber Frage an Sie, ist Gold auch ein nachhaltiger Faktor im Portfolio? Ja, das sind natürlich kritische Fragen, denen wir uns stellen müssen. Das wird immer wichtiger, das wird auch für uns wichtiger, es wird natürlich von uns auch abgefragt. Es ist so, dass Gold nie komplett nachhaltig ist. Sein wird oder klimanegativ, klimaneutral. Es gibt aber verschiedene Arten, wie man das erreichen kann. Zum einen natürlich muss man sagen, ganz klar, wenn 1 Kilo Gold produziert wird, dann entstehen dabei 16 Tonnen CO2. Fairerweise muss man das in Vergleich setzen mit zum Beispiel Einwegplastik, was ja eine ultrakurze Lebensdauer hat. Im Vergleich dazu haben wir Gold, was zum Beispiel seit über 100 Jahren im Tresor liegt und nicht verändert wird. Also ein Goldbarren, 12 Kilo, liegt da, wird nicht verändert. Es gibt verschiedene Ansätze, wie wir das reduzieren können, aber so richtig den Markt durchdrungen hat das noch nicht. Es heißt ja auch immer so schön, klimaneutral wird Gold wohl nie sein. Wohl aber lässt sich der ökologische Fußabdruck minimieren. Wie geht das, Frau Maric? Das geht mit Recycling. Man unterscheidet da zwischen 2 Arten von Recycling. Das eine ist dieses Urban Mining, was man vielleicht oft hört aus Autos, Handys und so weiter. Und das andere, natürlich das Beste, ist das Recycling von Altgold. Wenn man es jetzt vergleicht, dann ist man bei 0,3% von dem CO2, was ausgestoßen wird beim traditionellen Abbau von Gold. Also als Fun Fact vielleicht, ich finde es sehr beeindruckend, wenn man 200 Tonnen Erz, also Erdreich, aus der Erde raus befördert, dann kann man sich ja vorstellen, was das für einen Nachhaltigkeitsaspekt mit sich zieht, dann bekommt man 1 Kilo Feingold. Wenn man das aber mit Handys macht, das hat ja jeder, glaube ich, noch ein Handy irgendwo in der Schublade zu Hause, dann bräuchte man 4 Tonnen Handys, um dieses gleiche Kilo Feingold rauszubekommen. Ich muss dazu aber noch sagen, Recyclinggold liegt momentan bei etwa 30% des gesamten Goldes, was im Umlauf ist. Steigt der Preis und die Motivation natürlich, wie nach der Finanzkrise 2009, hat dieser Anteil auch schon mal bei 42% gelegen. Lässt sich denn für den Anleger nachvollziehen, woher sein Gold stammt? Will ja vielleicht der ein oder andere wissen und vielleicht gibt es ja auch so eine Art Protokoll über die Lieferkette. Das wäre natürlich das Idealszenario. Transparenz ist ein super wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit, an dem wir auch arbeiten. Allerdings ist es so, dass es einen winzigen Anteil an Fairtrade-Gold gibt, wo das möglich ist. Und es wird in viele verschiedene Richtungen überlegt und geforscht. Und auch wir strengen uns in diese Richtung an, wie wir das abbilden können. Es ist aber noch nichts wirklich marktreif. Also was ich versprechen kann oder was ich sagen kann, ist, dass wenn sich ein Kunde entscheiden würde, Xetra Gold, das Wertpapier, sich ausliefern zu lassen in Form von physischem Gold, was auch möglich ist, dann würde er von uns Recycling-Gold erhalten. Allerdings, erstens ist es noch nicht in Mengen da, dass wir wirklich sagen können, wir lagern jetzt nur noch recyceltes Gold ein. Zweitens ist natürlich der Sinn von Nachhaltigkeit nicht, das Alte wegzuschmeißen, nur um des Ersetzens willens. Ne? Dementsprechend, wir hoffen, dass sich da im Markt noch einiges tut und sind gespannt, was sich ergibt. Abschließend, wie sieht Ihre Vision denn bei der Deutschen Börse Commodities für nachhaltiges Gold aus?
Das eine ist dieses Recycling, wie schon angesprochen, auch Transparenz, wie wir das abbilden können, aber wir denken die ganze Geschichte noch etwas weiter. Nachhaltigkeit verbinden ja sehr viele mit CO2-Ausstoß, mit Umweltaspekten und so weiter. Wir orientieren uns da eher an einer ganzheitlichen Strategie. Wir orientieren uns an ESG-Kriterien, die auch Soziales und Governance-Aspekte mit in diese ganze Geschichte versuchen einzuführen. Und so hat auch die Deutsche Börse Commodities als Emittentin von Xetra Gold verschiedene Anstrengungen in letzter Zeit unternommen. Unter anderem haben wir uns für den UN Global Compact angemeldet, die vielleicht die weltweit wichtigste Initiative ist, wenn es darum geht, dass man ein Unternehmen nachhaltig führt. Nachhaltiges Gold hier im Interview mit Mateja Maric. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.